Hallo, hier ist Ronja. Ich bin Ökotrophologin und Ernährungstherapeutin und ich will dir heute erklären, wie Antioxidantien deine Haut schützen. Na, hast du diesen heißen Sommer bis jetzt auch ohne Sonnenbrand überstanden? Mir ist das nämlich dieses Jahr tatsächlich gelungen, auch wenn ich zur Abkühlung recht viel Zeit im Freibad verbracht habe und gar nicht gern Sonnencreme verwende. Ich finde die immer so klebrig. Ich will dir heute erzählen, was für eine Rolle Antioxidantien für unseren körpereigenen Hautschutz spielen und was das mit unserer Ernährung zu tun hat. Aber erst einmal will ich dir erklären, was in unseren Hautzellen alles so passiert, wenn wir uns der Sonne aussetzen. Dann ist es für dich vielleicht viel einfacher zu verstehen, wie man den eigenen Sonnenschutz mit den richtigen Lebensmitteln und der richtigen Ernährung unterstützen kann. Die Sonne hat unglaublich viel Energie, selbst nachdem ihre Strahlen 149.600.000 Kilometer zu uns auf die Erde gereist sind, bringen sie immer noch recht viel Energie mit, wenn sie auf unsere Haut treffen. Die UV-Strahlen bringen so viel Energie in die Zelle, dass sie zum Beispiel direkt unsere DNA angreifen und zerstören können oder freie Radikale erzeugen, die dann ebenfalls die DNA angreifen. Unsere DNA findet das gar nicht lustig. Ist sie einmal zerstört, muss sie sich nämlich möglichst schnell wieder reparieren. Hat sie dabei nicht genug Hilfe, kann es im schlimmsten Fall zu Mutationen unseres Erbguts kommen und unsere gesunden Hautzellen entwickeln sich mit der Zeit zu kranken Krebszellen. Genau an dem Punkt kommen die Antioxidantien ins Spiel. Antioxidantien sind Stoffe, die, wie ihr Name schon sagt, Antioxidationsreaktionen durchführen. Da in unserem Körper viele wichtige und energetisch stark geladene Reaktionen über Sauerstoffreaktionen, also eben sogenannte Oxidationen, abgewickelt werden, sind die Antioxidantien, also wie die Aufpasser, dass alles seinen geregelten Gang geht. In der Haut sorgen Antioxidantien also dafür, dass die übermäßige Energie, zum Beispiel in Form von solchen freien Radikalen, die von der UV-Strahlung erzeugt wurden, unschädlich gemacht werden, damit sie nichts Schlimmes anrichten können. Außerdem stärken sie Enzyme, die für die Reparatur der DNA in der Zelle zuständig sind, damit diese keine Fehler machen und mit viel Ausdauer ihre Reparaturaufgaben nachkommen können. Damit in den Hautzellen also nichts Schlimmeres passiert, wenn die Sonne scheint, brauchen wir unbedingt Antioxidantien. Diese kann unser Körper allerdings leider nicht selber herstellen. Vielleicht fragst du dich also, woher wir dann diese Antioxidantien nur bekommen? Na klar, wir müssen sie mit der Ernährung aufnehmen. Dabei kommen Antioxidantien eigentlich fast ausschließlich in pflanzlichen Lebensmitteln vor. So wie wir brauchen Pflanzen nämlich ebenfalls ganz viele Antioxidantien, sogar viel, viel mehr. Aber im Gegenteil zu uns können sie diese selber bilden. Pflanzen haben die Fähigkeit, einfallende Sonnenenergie mittels Photosynthese in Form von Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen zu speichern. Diese Umwandlungs- und Speicherprozesse sind sehr energiegeladen und müssen daher gut kontrolliert und sehr vorsichtig ablaufen können. Daher stellen Pflanzen ganz viele Aufpasser diese Antioxidantien her, damit alle Prozesse geregelt und sicher funktionieren können. Und weil Pflanzen nicht einfach in den Schatten gehen können, wenn die Sonne ihnen zu viel wird, müssen sie wirklich viel von den Antioxidantien zur Verfügung haben. Einige Antioxidantien kennst du vielleicht bereits. Vitamin C aus Zitrusfrüchten oder Paprika. Vitamin E aus Sonnenblumenkernen, Walnüssen und schwarzen Oliven. Oder das Provitamin K, auch genannt Carotinoid, aus Karotten und Tomaten. Antioxidantien kommen vorwiegend in Obst, Gemüse, Nüssen, Kräutern und auch Gewürzen vor. Zum Glück sind die meisten Antioxidantien die Farbstoffe in unserem Essen, warum wir als Faustregel einfach auf die intensivfarbigen Lebensmittel achten können. Zum Vergleich: dunkelgrünes Blattgemüse wie Spinat oder Grünkohl hat viel mehr als farbloser Eisbergsalat, der fast gar keine Antioxidantien enthält. Oder beim Apfel sitzen die Antioxidantien in der farbigen Schale und nicht im farblosen Fruchtfleisch. Auch andere farbige Lebensmittel wie rote Beete, rote Paprika, violette Auberginen und grüner Spargel enthalten unglaublich viele Antioxidantien. Und dann gibt es da eben noch die ganz dunkel gefärbten Brom und Blaubeeren. Wenn es um Antioxidantien geht, sind diese Beeren definitiv der Sieger. Aber eigentlich sind alle Beeren super. Erst die Erdbeeren, später dann aber auch Himbeeren, Johannisbeeren und bereits erwähnt, die Brom- und Blaubeeren sind also im Sommer genau richtig reif. Nämlich dann, wenn unsere Haut den natürlichen Schutz durch die vielen Antioxidantien dringend braucht.
Vielleicht denkst du jetzt, ich nutze einfach Sonnencreme. Dann brauche ich mir über genug Antioxidantien gar keine Sorgen machen. Tja, die Haut hat aber ganz viele wichtige Aufgaben, die sie nur mit Hilfe von Sonnenenergie bewerkstelligen kann. Zum Beispiel stellt sie aus Cholesterin Vitamin D3 her, was eben nur mit Hilfe der Sonnenstrahlen in unserer Haut geschehen kann. Der Sinn von Sonnencreme ist allerdings, die Sonneneinstrahlung auf die Haut zu reduzieren und hindert daher den Vitamin D-Herstellungsprozess. Und genau an diesem Punkt kommen jetzt gesunde Lebensmittel wie Beeren ins Spiel. Durch genügend Antioxidantien in meiner Ernährung stärke ich den eigenen Hautschutz, kann zumindest für kurze Sonnenbäder ganz beruhigt auf Sonnencreme verzichten und helfe damit meinem Körper sogar, noch andere wichtige Funktionen zu erfüllen. Und ich meine, beschweren muss man sich wirklich nicht, wenn einem jemand sagt, man soll mehr leckere Blaubeeren essen, oder? In dem Sinne hoffe ich, dass du den restlichen Sommer, die Sonne und die Vielfalt an Beeren so richtig genießt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!